2004 ein Welterfolg, wurde Pascal Merciers Nachtzug nach Lissabon in 32 Sprachen übersetzt und allein in Deutschland über 2 Millionen Mal verkauft. Der dänische Oscar-Preisträger Bille August nahm sich des Stoffes nun an und verfilmte den Roman mit Starbesetzung. Jeremy Irons, ebenfalls Oscar-Preisträger, spielt den Lehrer Raimund Gregorius, der sich durch einen nächtlichen Zufall auf die Reise nach Portugal macht, um das Leben von Amadeu de Prado, einem portugiesischen Arzt und Philosophen, zu erforschen. Der Vergangenheit so präsent gegenüberzustehen, bringt natürlich auch seine Konsequenzen mit sich. Das von Amadeo, Stefania und den anderen, deren Leben war so voll von Vitalität, Intensität. So voll, dass es sie am Ende zerbrochen hat, nicht aber wahr? Aber sie haben gelebt. In der Literaturverfilmung wurde es außerdem geschafft, zwei Fahrzeuge, die unterschiedlicher nicht sein könnten, zu integrieren. Als Symbol der Jetztzeit steht die A-Klasse, die die Augenärztin Mariana fährt. Der Mercedes-Benz 280 SE hingegen wird in der Zeit gefahren, als Prado jung ist und die portugiesische Diktatur bekämpft. Steigen Sie bitte aus. Nachtzug nach Lissabon ist eine gelungene Literaturverfilmung. Ein emotionaler Film, in dem Schauspieler und Fahrzeuge glänzen. Der Film kommt am 7. März in die deutschen Kinos.